Ein geschützter Raum, wo ungezwungene Kommunikation und Interaktion zwischen Mädchen und jungen Frauen in Klagenfurt möglich ist. Das ist das Konzept des Mädchentreffs, ein Projekt, das vom Mädchenzentrum Klagenfurt in Kooperation mit der Stadt umgesetzt wird. Für mich war es einfach irrsinnig wichtig, die offene Jugendarbeit mehr für Mädchen präsent zu machen. In den Jugendtreffs, die wir bis dato haben, sind sehr wohl Mädchen vertreten, aber in sehr geringem Ausmaß. Deswegen war es mir letztes Jahr ein Anliegen zu schauen, was passiert in den anderen Landeshauptstädten, welche Modelle gibt es. Und da ist zum Beispiel in Graz mit Mafalda, ist die offene Jugendarbeit mit Mädchen präsent. Und das wollte ich einfach nach Klagenfurt bringen und ich bin stolz, dass es uns 2016 geglückt ist. 3 Tage in der Woche bietet der Mädchentreff in der Karfreitstraße in Klagenfurt den Besucherinnen einen Rückzugsort, in dem sie fernab von Vorurteilen und Rollenklischees ganz sie selbst sein können. Also jeder Tag im Mädchentreff steht unter einem bestimmten Motto. Es ist so, dass die Kolleginnen, die den Treff gestalten, sich für jeden Tag ein Thema vornehmen. Das geht von Gestaltung von Button, vom Besprayen der Wände im Mädchentreff mit Stencils. Die Mädchen gehen aber auch hinaus und erkunden den Raum, erobern die Stadt Klagenfurt für sich gemeinsam. Und im Sommer werden wir sicher auch ins Strandbad gemeinsam gehen. Die Angebote richten sich nach den Bedürfnissen der jungen Klagenfurterinnen. Egal ob relaxen, spielen, kreativ sein oder in Workshops mitmachen, die Devise lautet, alles kann, nichts muss. Ich finde, es ist eine gute Idee, damit andere ein Bild von uns haben, halt vom Mädchenzentrum. Ja, ich finde das auch voll gut. Also man kann da ja viele Sachen probieren und ist was Cooles, wenn man nichts zu tun hat. Ich finde das immer persönlich total super. Ich mache jetzt mein Praktikum hier, weil ich auf der Uni studiere. Und es ist einfach eine tolle Möglichkeit, weil einfach die Mädels herkommen können. Manche, die sich eben woanders nicht so wohlfühlen, die haben einfach da jetzt die Möglichkeit. Und wir machen auch total lässige Sachen, wie zum Beispiel Löten, Sprayen und so. Also einfach auch komplett verschiedene Sachen, nicht jetzt nur mädchenspezifisch, sondern einfach mehr. Und das ist einfach voll super, finde ich. Das Programm wird stetig ausgebaut und nach Möglichkeit nach den Wünschen der jungen Besucherinnen gestaltet. Es gefällt mir, weil sich mehrere Mädchen treffen können und was unternehmen kann und ja. Was ich cool finden würde, wäre ein Graffiti-Workshop zum Beispiel. Das wäre sicher auch ganz lässig. Was ich mir gern wünschen würde, ist eigentlich weiterhin ein Mädchentreff. Mittwoch, Donnerstag, Freitag bin ich eigentlich immer da, wenn ich kann. Und dass es der weiterhin steht, das würde schon reichen. Und ich persönlich würde dann irgendwie gern irgendwann einmal vielleicht sogar selber einen Workshop leiten. Der Mädchentreff richtet sich an Klagenfurterinnen ab 10 Jahren und ist jede Woche Mittwoch bis Freitags von 13:30 bis 17:30 geöffnet. Nähere Informationen finden Interessierte auf der Homepage des Mädchenzentrums Klagenfurt.